Bestandsdatenauskunft. Das ist, wenn du beim freihändig Fahrradfahren erwischt wirst und daraufhin die Polizei deine E-Mails lesen kann. Ja, sorry, aber ich lasse mir aber meine Passwörter nicht von irgendwelchen inkompetenten Behörden ausspähen. Wegen lächerlicher Vergehen meine Passwörter, meine Pins, meine mobilen Kontakte. Die Polizei gehen meine Passwörter und Daten überhaupt nichts an. Das sind meine Daten. Während den Anfängen. Ja, Bestandsdaten sollten sie sich abschminken. Das geht keinem was an. Ja. Weder meine Pins noch meine sonstigen Informationen. Nach Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner und ACTA müssen wir wieder für unsere Freiheitsrechte kämpfen. Ich liebe meine Freiheit, ich liebe meine Privatsphäre, ich bin ein guter Staatsbürger, aber ich möchte lieber den transparenten Staat haben und nicht meinen transparenten Bürger. Ich bin kein Terrorist, ich bin kein Verbrecher und Finger weg von meinen Daten. Mit dem neuen Gesetz zur Bestandsdatenauskunft kann zukünftig jeder Besucher einer Webseite automatisch schon bei geringsten Ordnungswidrigkeiten namentlich identifiziert werden. Die Intimität von privaten Daten, gerade auf Handys und Computern, ist mittlerweile genauso wertvoll wie die Unverlässlichkeit der Wohnung. Stopp! Ich lasse ja auch nicht jeden meiner Post oder in meiner Wohnung rumschnüffeln. Nein zur Bestandsdatenauskunft. Gläserner Staat statt gläsernem Bürger. In jeder freien Demokratie muss der Bürger sicher sein können, dass seine Daten, insbesondere so sensible Daten wie die Passwörter, geschützt sind vor Zugriffen, egal von wem, auch vom Staat. Findest du schlimmer, dass es bereits 26 Millionen Mal pro Jahr passiert oder dass es ab demnächst auch für Ordnungswidrigkeiten gilt? Die Bestandsdatenauskunft geht weit über alles hinaus, was wir bisher an Überwachungsgesetzen gesehen haben. Und ich möchte nicht, dass sogar bei einfachen Ordnungswidrigkeiten staatliche Behörden private Informationen, Personendaten von mir, zum Beispiel die IP-Adresse, mit der ich im Internet unterwegs bin, nachvollziehen können. Ich will das einfach nicht. Deshalb bin ich gegen das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Also ich finde, jede Art von anlassloser Speicherung unserer Daten, ob es nun Kommunikationsdaten sind oder jetzt in diesem Fall Bestandsdaten, lehne ich ab. Es ist ein Eingriff in die Privatsphäre und aus meiner Sicht entspricht es nicht dem Grundrechtskatalog. Ich möchte nicht, nur weil ich vermeintlich falsche Freunde habe oder auf der falschen Webseite war, dass die Polizei und die Regierung und der Staat meine Daten bekommen. Anna und ich haben uns damals im Internet kennengelernt und für uns ist das Internet mehr als Unterhaltung. Es ist unsere Kommunikationsplattform und unsere Privatsphäre. Wir sehen nicht ein, dass ein Fremder unsere intimen Gespräche einsehen kann, nur weil ich falsch geparkt habe oder Verwaltungs- und Behördenfristen nicht eingehalten habe. Weil damit der Staatsmacht die Möglichkeit gegeben wird, schon bei Bagatellen wie Falschparken Zugriff auf so intime Daten wie Pins oder Passwörter zu unseren Online-Konten zu erhalten. Der Richtervorbehalt ist dabei kaum mehr als nur ein Alibi. Es trifft uns genau dort, wo es am meisten wehtut, an unserer Privatsphäre, die eigentlich durch das Grundgesetz geschützt sein müsste. Die Bestandsdatenauskunft zeugt dafür, dass elektronische Briefkästen geöffnet werden, dass es keinerlei Privatsphäre im digitalen Zeitalter mehr gibt. Wir brauchen keinen Überwachungsstaat. Ach ja, kein Postgeheimnis mehr? Also ich will nicht in einem Stasi-Staat leben. Wollt ihr das? Das ist jetzt nicht so geil. Also da bin ich dann irgendwie gegen. Also es hört sich nicht so gut an. Ich wollte mal erklären, warum ich gegen die Bestandsdatenauskunft bin. Ihr werdet sie missbrauchen. Ihr werdet sie verwenden gegen uns, weil ihr es könnt. Ihr werdet sie verwenden, weil ihr es könnt für euch. Für euren Nutzen, für eure Macht, um Angst zu schaffen und Kontrolle zu erreichen. Ihr werdet sie verwenden gegen das Denken. Ihr werdet sie verwenden gegen Andersdenkende, anders Fühlende und angeblich anders Seiende. Sag mal, hast du eigentlich einen E-Mail-Account? Ja, mehrere. Und hast du auch einen Facebook-Account? Ja, ich poste jeden Tag. Würdest du mir dazu dein Passwort geben? Nein, ich würde noch nicht mal der Polizei mein Passwort geben. Jetzt hast du die ganze Pointe kaputt gemacht. Wie sollen wir denn jetzt noch erklären, dass die Leute am Wochenende zur Demo gehen sollen, damit sie nicht der Polizei für total banale Ordnungswidrigkeiten wie Falschparken ihre Daten geben? Wie willst du das jetzt klar machen? Ja, vielleicht geht trotzdem wer zur Demo. Wir gehen hin. Geht ihr auch hin? Weil Demokratie ist wichtig. Und wenn du nicht kommst, dann komme ich zu dir nach Hause und prangere dich an.